Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um den 5er BMW, meinen E39 mit mittlerweile über 200.000 Kilometern. Dort steht nämlich aktuell der Ölwechsel wieder an. Und da habe ich mir gedacht, bei über 200.000 Kilometern, da hat der Motor natürlich schon einiges mitgemacht. Und daher habe ich mich dazu entschlossen, eine Ölschlammspülung durchzuführen, um dann zu gucken, was da so alles aus dem Motor rauskommt. Dafür habe ich mir von Liqui-Moly die Ölschlammspülung besorgt. So sieht das aus. Und diese verspricht, den Motor von innen von Schwarzschlamm zu reinigen. Ne? Im Endeffekt steht hier eigentlich nur drauf, reinigt den Motor von innen und wäscht Schwarzschlamm ab, reinigt Ölbogen und Kanäle und verhindert Motorschäden. Ich denke mal nicht, dass es schaden würde, beziehungsweise ich habe es schon drin, ich habe es letztens schon reingekippt, bin jetzt diese, wie hier angegeben, etwa 200 Kilometer gefahren, vielleicht waren es auch 250 jetzt, und bin jetzt halt dabei, das Öl gleich abzulassen, Filter natürlich mitzuwechseln und einmal frisches Öl aufzufüllen. Und im Anschluss werden wir uns einmal kurz das abgelassene Öl ansehen, gucken, ob wir da irgendwie was erkennen, vielleicht irgendwie versuchen zu filtern. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das werden wir auf jeden Fall mal probieren, ob wir da irgendwie Ablagerungen haben, ob wir da wirklich feste Partikel im Öl haben, die mit rausgekommen sind. Sollte natürlich möglichst nicht sein eigentlich. Eigentlich müsste das alles im Ölfilter hängen. Den werden wir aber, denke ich mal, auch einmal uns genauer ansehen. Ich würde jetzt aber sagen, einmal kurz Ölfilter raus, Öl raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, beim 5er BMW E39 ist das eigentlich eine ganz simple Sache. Beim Benzinmotor 6-Zylinder haben fast alle eigentlich hier den Ölfilter vorne dran. Da brauchen wir einmal eine 36er Nuss mit einer Knarre, Verlängerung am besten noch. Und das lösen wir einfach. 36er Nuss ist im Normalfall kein Standard beim Werkzeugkasten, wenn man sich so einkauft. Deswegen sollte man da immer dran denken, bevor man das Öl unten eventuell sogar ablässt, besorgt euch erstmal die passende 36er Nuss. So, ist der Ölfilter gelöst, nehmt ihr das komplette, den kompletten Deckel ab und legt den schnell irgendwo beiseite, weil das Öl tropft noch so ein bisschen nach. Das gleiche ist beim Ölfilter. Den nehmt ihr auch raus und schnell am besten mit dem Lappen oder so direkt beiseite legen. So, jetzt könnt ihr direkt den neuen Ölfilter montieren. Den habe ich einmal hier. Packen wir einmal kurz aus. Sollt natürlich vergleichen, ob der in etwa gleich aussieht. Der passt hier auf jeden Fall. Den setzen wir direkt so rein. Zack, sitzt gut drin. Im Paket ist meistens auch noch irgendwie eine Dichtung dabei. In diesem Fall haben wir hier einen großen Dichtring sowie einen kleinen Kupferdichtring für die Ölablassschraube. Den werden wir gleich unten dann benötigen. So, nachdem ihr den Ölfilterdeckel komplett gereinigt habt und hier die große Dichtung rausgenommen habt, nehmt ihr euch die neue, stülpt die einmal hier wieder schön drüber und achtet natürlich darauf, dass die hier unten in der großen Kerbe wieder drin sitzt. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Öl und schmiert halt den Dichtring ein bisschen ein, ne, sodass das Ding nicht trocken läuft und unter Umständen beim Reinschrauben hier reißt. Also ganz wichtig, das leicht mit dem alten Öl einmal einölen oder mit dem frischen Öl, ist eigentlich egal. Aber wichtig ist, dass hier was drauf ist, wenn wir das gleich reinschrauben, dass das halt gut reingleitet. Auf dem Deckel steht das Drehmoment drauf, in dem Fall sind es 25 Newtonmeter. Das heißt, wir setzen das Ding hier wieder rein. Schrauben das hier schön wieder komplett bis nach unten dran. Können natürlich auch mit der Knarre und der Ratsche hier ein bisschen arbeiten und haben das einmal so weit dran. Jetzt nehmen wir uns einen Drehmomentschlüssel, stellen den auf 25 Newtonmeter ein und ziehen einmal kurz nach. So, der neue Ölfilter ist drin, hier müssen wir jetzt nicht mehr dran, alles so ein bisschen sauber machen, falls ihr ein bisschen gekleckert habt. Und jetzt geht es unten weiter, wir lassen einmal das Öl ab,
warten, bis es komplett leer gelaufen ist, schrauben die Schraube wieder rein und füllen dann hier das frische Öl gleich wieder auf. So, wir liegen jetzt hier unterm Auto. Hier haben wir die Ölwanne mit der Ölablassschraube. Das ist eine 17er Nuss. Die werden wir jetzt einmal lösen, herausschrauben und dann im Prinzip das Öl in unser Gefäß leiten. Ja, danach die Schraube wieder ganz normal anziehen, mit Drehmoment festziehen. Ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht, wie viel das genau sind. Ich meine, irgendwas zwischen 35, 40 oder so. Aber im Normalfall, ja, sollte man das halt vorher mal in Erfahrung bringen. Ich werde jetzt gleich auch mal gucken kurz. Aber wie gesagt, irgendwas so 35, 40 Newtonmeter müssten das sein. Passt natürlich auf. Im Normalfall ist das Öl ziemlich heiß. Und das spritzt halt raus, sobald man diese Schraube hier raus hat. Das Gefühl, wann das Öl kommt, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Aber irgendwann fängt es halt an, schon mal ein bisschen runter zu tropfen. Man muss halt im richtigen Moment die Finger wegziehen auch. Es ist ziemlich fest hier. Es ist hier so fest. Nehme ich hier dazu. So, jetzt ist es lose. Ich werde mal den Behälter ein bisschen höher nehmen. So. Und dann läuft das Öl hier auch schon komplett rein. So ist das Öl komplett raus. Schrauben wir die Schraube natürlich wieder rein. Natürlich mit dem neuen Dichtring auch. Ne, daran solltet ihr natürlich denken. So, und beim M54 Motor habe ich gerade noch mal schnell geguckt. Sind das 20 Newtonmeter, mit dem man jetzt diese Ölablassschraube festzieht. Es hat sich sehr gut angefühlt, sollte auf jeden Fall auch reichen. So, einmal alles sauber machen, natürlich hier unten rum, unter Fahrschutz wieder drauf, sofern vorhanden. Und jetzt geht es wieder nach oben. So, und im Endeffekt hier einmal öffnen. Und einmal, ich glaube 6,5 Liter kommen da rein, 6,5 Liter Öl da einfüllen. Ich habe zwei 5 Liter Kanister, ich haue jetzt erstmal 5 Liter rein und dann gleich nochmal den Rest. So, dann schmeißen wir einen Trichter hier rein und füllen dann einmal die kompletten 5 Liter auf. In dem Fall nutze ich hier ganz normales 5W30 Öl. Mit einer Longlife 04, also einer BMW Longlife 04 Spezifikation. Steht zwar jetzt GM drauf, ist jetzt aber halb so wild, weil wie gesagt, das ist halt jetzt einfach nur GM Öl, aber ist im Prinzip das gleiche wie beim VW und beim Mercedes. Das heißt, das hat die Spezifikation VW 500 200, 500 501. Sowie die Mercedes-Benz MB229.51 und halt die BMW Longlife 04. Und im Endeffekt muss es dann auch kein Original-BMW-Öl sein, weil BMW produziert ja auch gar keine Öle. Das ist eh Schwachsinn. Die lassen sich ja auch nur beliefern von den ganz großen Schmierstofflieferanten. Und das Gleiche machen halt die anderen Hersteller. Und am Ende haben sie halt besonders halt bei den ganzen alten Modellen hier die gleiche Suppe drin. Also, deswegen kann ich hier bedenkenlos das Dexos 2 von GM nutzen, weil das Original BMW Öl Longlife 04 ist auch nicht besser. Und die Öle, also die modernen Öle hier, übertreffen die ganzen Spezifikationen sowieso. Deswegen müssen jetzt auch hier keine Besserwisser kommen, die meinen, GM Öl, Opel geht ja gar nicht. Da kann ich nur sagen, die Leute haben eh null Ahnung. Ich mache das beruflich. Ich bin selbst aus dem Kfz-Gewerbe und ich maße mir an zu wissen oder zu meinen, dass ich schon ganz genau weiß, was ich hier tue, auch mit dem Öl. Und mir soll mal erstmal einer beweisen, dass das Original BMW Longlife 04 besser ist als das GM Longlife 04. Ist nämlich nicht so. Von daher kauft bedenkenlos sowas auch. Also ich habe es jetzt bei mir um die Ecke ganz günstig gekauft, war halt deutlich billiger als das Original BMW Öl.
Von daher. Und im Endeffekt passt das hier sogar in die ganz aktuellen F-Serien BMWs. Ich habe nämlich geguckt, unser 1er BMW, der fährt nämlich auch 5W30 im Dreizylindermotor und braucht auch eine BMW Longlife 04. Das heißt, genau dieses Öl, was ich für einen Literpreis von unter 5 Euro bekomme, passt sogar in ganz moderne Motoren. Und das wird auch funktionieren, ohne Probleme. Und es wird auch keine Probleme in Zukunft geben. Von daher, wenn ihr meint, irgendwie günstiges Öl zu suchen, schaut am besten natürlich nach Markenölen oder halt auch Herstellerölen. Lasst euch nicht abschrecken, ob jetzt VW, Mercedes oder sonst was draufsteht. Wichtig ist, was auf den Spezifikationen draufsteht. Und in dem Fall haben wir ja eine ACA C3. Das ist eine sehr allgemeine Spezifikation. Weiß ich gar nicht, wie das genau heißt. API ist halt auch eine amerikanische Spezifikation. API SNCF ist eine sehr, sehr aktuelle Spezifikation. Und das müssen die Hersteller eh sowieso mindestens erreichen. Das sind so Mindeststandards, die man erreichen muss. Und jeder Hersteller gibt dann halt seine eigene Nummer noch an. Hier in dem Fall GM, LLA025, LLB025. A025 ist, meine ich, für die Dieselmotoren, für die Benzinmotoren. Und B ist für die Dieselmotoren. In dem Fall geht das 5W30 Dexos 2 in beide. Angefangen vom Corsa B bis, ich glaube, Insignia aktuell passt das Öl eigentlich immer. Das gleiche bei VW 502 00, 500 500, 500 501. Sobald das im Serviceheft steht, könnt ihr dieses auch bedenkenlos benutzen. Bei Mercedes 29251 und BMW Longlife 04 steht in eurem Serviceheft BMW Longlife 04. Könnt ihr jedes Öl benutzen, wo BMW Longlife 04 steht. Das halt so als kleiner Exkurs. Wie gesagt, Restöl auffüllen, alles zusammenbauen und dann schauen wir uns das alte Öl mal an. So, Freunde, wir haben jetzt hier den Ölfilter einmal. Den schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an, wie der jetzt genau aussieht. So, natürlich kann man jetzt natürlich nicht viel erkennen. Ist halt ein Ölfilter, ist halt nichts Besonderes. Aber uns interessiert natürlich, was der jetzt gefiltert hat. Der Ölfilter war jetzt ungefähr 15.000 Kilometer im Betrieb. Normaler Wartungsintervall bei so einem Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal gemeinsam rein. Das Öl läuft von außen in den Filter und kommt innen wieder raus. Das heißt, hier zwischen müsste der ganze Dreck halt liegen. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal gemeinsam und gucken uns das mal an. Ich stehe mal auf am besten, ich muss aber selber mal reingucken. Oh ja. Und da sehen wir schon ganz eindeutig Krümel, überall Krümel. Also überall wirklich richtig viele Krümel. Muss jetzt hier mal so reingucken. Dann guckt euch das mal an. Also das ist krass. Oh, hier haben wir richtig viel. Guckt euch mal an, wie viel hier wirklich dazwischen sitzt. Also eins kann ich sagen, das ist nicht normal im Normalfall. Also nach einem Standardölwechsel hat man nicht so viel Schmock hier drin. Zumindest habe ich das bislang noch nicht gesehen, dass da wirklich so viele Partikel einfach drin sind. Also das ist heftig, hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Guckt euch das mal hier an. Also das ist hart, das ist natürlich aber auch gut. Denn das alles, was hier jetzt zwischen ist, wollen wir natürlich nicht im Ölkreislauf haben. Das heißt, der Filter hat natürlich seine Arbeit irgendwo auch getan. Ob das jetzt natürlich alles mit der Ölschlammspülung zusammenhängt, ist natürlich eine andere Frage. Mir ist sowas halt aber auch noch nicht über den Weg gelaufen, dass wir wirklich so viele Ablagerungen im Ölfilter haben. Also da würde ich jetzt wirklich mal behaupten, dass das Zeug tatsächlich eine Wirkung hat. Wir kennen das aber auch alle. Also ich sag mal so, wenn man jetzt so einen Ventildeckel und sowas abnimmt, bei einem Fahrzeug, was wirklich viel gelaufen hat, da sind Verkokungen dran. Ja. Ne? Und das ist ja das, was das Zeug ja verspricht, diese ganzen Verkokungen überall zu lösen, soweit möglich.
um diese dann natürlich auf Dauer aus dem Motor rauszubekommen. Durch den Ölfilter auch. Ne? Also ich finde das super. Jetzt guckt euch das nochmal an hier. Das ist echt krass. So, also ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also das Auto läuft, ich habe den gerade schon mal warm laufen lassen, einmal kurz Öl kontrolliert, alles in Ordnung soweit. Zu dem Ölfilter, muss ich sagen, habe ich wirklich noch nicht gesehen, auch wenn ich mich jetzt gerade schon wiederhole. Meiner Meinung nach bringt das Zeug wirklich was. Kostet, ich weiß es gar nicht, um die 10 Euro, ich meine irgendwie, ja, so um die 10 Euro kostet das wohl. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal ansehen. Wie gesagt, auffüllen, 200 Kilometer fahren, Öl ablassen und fertig. Mehr muss man da gar nicht beachten. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Gebt einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, Kommentare? Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Kommentiert es einfach, wirklich kommentiert einfach, so viel ihr möchtet. Ich versuche wirklich auf alle Kommentare irgendwie auch zu antworten. Ja, und ich würde sagen, bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.